Die ersten Steine sind gesetzt und werden befeuchtet. Sie werden ohne Fuge aneinandergestellt und mit Beton befüllt. Um die Unfallgefahr zu minimieren, werden die Bewehrungsstangen am oberen Ende weiß angemalt. Weil ohne Fuge gemauert wird, müssen Steine, die in Lücken eingesetzt werden, genau passen. Die Hohlräume zwischen den Blöcken auszugießen ist eine weitere Variante. Weil der Hersteller die Steine mit relativ großer Toleranz liefert, müssen sie mit Holzkeilen ausgerichtet werden. Die Keile verbleiben zwischen den Blöcken, bis der Beton, mit welchen sie gefüllt sind, ausgehärtet ist. Nachdem 5 Reihen Steine gemauert sind, werden die Bewehrungseisen nach oben verlängert. Ein Arbeiter befestigt die Stangen mit einer Grippzange, während Marlon sie verschweißt. Weil es auf der Finca Baiano noch keinen Strom gibt, arbeiten wir mit einem Schweißgenerator. Achim sorgt mit einem Rohr dafür, dass wir die Abgase nicht einatmen müssen. Marlon macht diese Arbeit sehr gut, immer mit Atemschutzmaske. Seine Schweißpunkte sehen perfekt aus. Es fehlen noch weitere 10 Lagen Steine, bis die Decke gegossen werden kann. Zunächst werden die Aussparungen für die Fenster umrahmt. Der Blick aus dem Wohnzimmer auf die Baustelle. Achim hat sich dieses Grundstück mit Blick aufs Tal ganz bewusst ausgesucht. Weil wir uns mit dem Aushub der Baugrube in der ersten Phase ein wenig verkalkulierten, muss im Nachhinein Erde abgetragen werden, um das Gemäuer zu isolieren. Chef, genau der Blick war gut. Die 7. Lage wird gefüllt. Das Holz für die Verschalung der Decke und der Fensterstürze wird geliefert.
und behandelt, um Schädlinge fernzuhalten. Bisher hatten wir keine Probleme mit Baustellendiebstählen, aber dennoch erachten wir es als angebracht, teure Werkzeuge und Maschinen abends mit nach Hause zu nehmen und sie morgens wieder zur Baustelle zu bringen. Papageien gibt es jede Menge auf der Finca Baiano. Während die Arbeiten am Haus rasant vorangehen, bereitet Marlon bei uns zu Hause die Bewährungskörbe für die Fensterstürze vor. Der Bewährungskorb passt einwandfrei. Nun müssen die Fensterstürze noch verschalt und gegossen werden. Von 15 Lagen des Erdgeschosses sind gemauert und die Verschalungen der Fensterstürze werden gemacht. Gewindestangen von einem halben Meter Länge halten die Schalungsbretter zusammen. An dieser Stelle geht es im nächsten Video weiter.